Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Interview mit dem Johann von den drei Hasen in der Abendsonne. Hi! Hi. Ja, schön, dass du da bist bei uns und mit uns das Interview führst. Kein Problem, also ein bisschen aufgeregt bin ich schon, auch wenn Ach. ich schon nicht mehr ganz jung bin. Das macht alles gar nichts. Lampenfieber geht gleich weg. Ich fange auch ganz, ganz einfach an. Und zwar euer Name. Drei Hasen in der Abendsonne. Das klingt ja schon sehr spannend. Wo kommt der her? Wie ist das entstanden? Der ist gut entstanden, also aus einer absoluten Katastrophe. Oh. So, ich muss da ein bisschen ausholen. Wir waren ja früher die drei Magier-Spiele. Aha. Also die Kathi, meine Frau und ich, wir haben 1994 drei Magier gegründet. Stimmt, kenne ich auch noch. Ich habe Jahre vorher für Norris und Ravensburg und alle möglichen Leute als Grafiker und Spieleautor gearbeitet und Produktmanager bei Norris hauptsächlich. Jahrelang. Und irgendwann haben wir gesagt, wir machen einen eigenen Verlag. Wir haben jetzt alles gelernt. Wir können das. Und haben die drei Magier-Spiele gegründet. Die wollten wir eigentlich nennen Kingfisher, weil wir in einer alten Mühle wohnen und Eisvögel gibt es bei uns, ganz seltene und viele. Und dann habe ich das damals meinem guten Freund Alex Randolph erzählt, dass wir Kingfisher heißen. Da sagte Hans, ihr seid keine Vögel. Ihr seid Magier. Und zwar deshalb, weil ich 1985 für Norris das Spiel gemacht hatte, oder so eine Trilogie, die hieß Drei Magier, Feuersalamander, Blaues Amulett. Das ist lange her, da waren die alle noch nicht auf der Welt. 85, 86 und 87 war das. Da war ich tatsächlich, aber ganz klein. Ja, das war noch kein Thema. Auf Ja, jeden ja. Fall waren diese drei Magier, war damals für die Szene ungewöhnlich, weil es eben von Norris kam. Norris war bekannt als Massenhersteller für einfache Spiele, Supermarkt, Kaufhaus und nicht für gut gemachte Spiele für die Familie. Die Themen waren magisch, wie soll man sagen, die Spielprinzipien oder die Spielformen waren verhältnismäßig konventionell für die damalige Zeit ein bisschen ungewöhnlich, aber nicht vergleichbar mit allem, was jetzt rauskommt. Und ja, also wir waren die drei Magier und haben mit Schmidt-Spiele zusammengearbeitet im Vertrieb und haben hier in Ülfeld die Entwicklung und die Auslandsgeschichten gemacht, die Auslandsausgaben für verschiedene Partner in allen möglichen Ländern. Ich muss dazu sagen, wir sind alle Grafiker von Beruf, also meine Frau und ich und unsere beiden, zwei von vier Kindern arbeiten bei uns mit. Die musste ich ausbilden oder die habe ich ausgebildet. Ein Familienbetrieb, sehr schön. Ja, kleiner Familienbetrieb und wir haben eben Schmidt als Partner gehabt und hatten einen Riesenerfolg mit Geistertreppe, mit Kakerlakenpoker, mit Kakerlakensalat und mit den ganzen verrückten Dingen, die bei Schmidt dann wirklich gut gelaufen sind. Geistertreppe war Kinderspiel des Jahres 2004. War der absolute Hammer. Also für uns war das unglaublich, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall, 2 Jahre später, 2006, haben wir Nacht der Magier rausgebracht, das Spiel, das man komplett im Dunkeln spielen konnte, von Jens-Peter Schliemann und Kirsten Becker. Es war unglaublich, tolle Geschichte. Und naja, es hat geheißen dann 2007, ihr habt das beste Kinderspiel, ihr macht wieder sicher Kinderspiel des Jahres. Also, ihr habt es ja schon mal gemacht, ihr wisst, wie es geht, das Spiel ist so toll. Und da waren wir eben in der gleichen Zeit, waren wir, ja, weil wir eben ein bisschen Geld hatten durch die Geistertreppe und Kakerlakenspiele, haben wir gesagt, wir machen jetzt auch noch Kinderbücher, weil die Kathi, meine Frau, mehr buchaffin ist und mehr spieleaffin. Ja, zeichnen kann ich auch ein bisschen. Da haben wir gesagt, wir machen Kinderbücher und das sollte der Verlag eben Kingfisher heißen. Und dann kam der Alex Randolph ins Spiel, er hat gesagt, ihr seid keine Vögel, ihr seid Magier.
Okay, dann haben wir uns drei Magier genannt damals. Und naja, das ging alles gut eben, bis es dann während der Preisverleihung, wo wir nominiert waren, mit Nacht der Magier geheißen hat. Und das Kinderspiel des Jahres heißt Der schwarze Pirat. Und da waren wir dann ein bisschen enttäuscht, weil wir vorher alle gesagt haben, wir gewinnen. Ja, ja. Es hat auch viele Preise gekriegt, den Deutschen Spielepreis dann und alles Mögliche. Aber Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres ist halt die Krönungs... Die Creme de la Creme, ja. Ja. Naja, wir waren ziemlich still dann. Der Rolf Vogt, der Illustrator, der heute noch die ganzen drei Magierspiele illustriert, war mit im Auto gesessen und wir sind heimgefahren von, wo war das, in Berlin, glaube ich. War das in Berlin oder in Hamburg? In Berlin. Die Quelle ja, gefragt. Ja, ja. Wir fahren heim, also Berlin ist ja ein paar hundert Kilometer weg von uns und wir sind die Autobahn runter. Bis Bayreuth haben wir kein Wort rausgebracht. Meine Frau, der Rolf Vogt, der Grafiker und ich, die haben nichts reden können. Also ja. Wir waren einfach verstummt. In Leipzig haben wir einen Studenten mitgenommen und haben gedacht, der unterhält uns ein bisschen. Ja. Jetzt war der aus Polen und konnte weder Deutsch noch Englisch. Und dann weiterhin still gewesen, ja. Wir sind stumm im Auto gesessen. Und wir hatten immer noch keinen Namen für unseren Kinderbuchverlag. Da hätten wir ja drüber reden können im Auto. Ja. Die Kinderbuchmarke. Und plötzlich sagt die Kathi am Steuer, schaut raus, drei Hasen in der Abendsonne. Und da waren tatsächlich drei Hasen auf so einem sonnenüberfluteten Hügel gesessen. Es war in der Höhe von Bayreuth. Ja. Und es war eine traumhafte Stimmung. Also die Silhouetten von den Hasen vor der untergehenden Sonne. Ha. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir den Preis nicht gekriegt. Wir hätten die Hasen nie gesehen. Ja, das ist der Name für unsere Kinderbuchabteilung. Ein Schicksal quasi. Ja. Ja. Und der Rolf hat über Nacht dann dieses Logo skizziert und wir haben nichts geändert an dem Logo. Kein Pixel weg und kein Zug. Und das haben wir heute noch. Ja, ja. Und mit den Büchern ist es nicht ganz so gut gelaufen, weil es eine andere Branche ist. Wir waren dann auch in der Buchmesse, in der Kinderbuchmesse in Bologna und in Frankfurt auf der Buchmesse. Aber in Frankfurt, die Buchmesse ist anders als die Spielmesse in Nürnberg. Da gehen die schwarz gekleideten Damen und Herren dann an den Ständen vorbei und schauen immer geradeaus. Die sehen die kleinen 4-Quadratmeter-Stände nicht, auch wenn die noch so schöne Dinge zeigen. Ist wieder anders dann, ja. Ja, ja. Also wir haben es dann aufgegeben mit den Büchern und haben gesagt, wir machen jetzt Spiele weiterhin. Spiele. Aber warum haben wir Bücher überhaupt gemacht? Weil wir, nachdem die ganze Geschichte mit dem Spiel Nacht der Magier eben nicht so erfolgreich war, hat Schmidt-Spiele uns gebeten, doch zuzustimmen, dass wir eine Ausgabe machen für Tchibo und Lidl. Das bringt auch Mitzahlen. Und da ist dann in der Produktion was dramatisch schief gelaufen, das kann man jetzt gar nicht erzählen. Da habe ich einen Fehler gemacht, da waren 16 Figuren plötzlich zu spitzig und ich wusste nicht, dass die waren gar nicht wirklich spitzig. Aber es waren Fang-den-Hut-Hütchen, die man ja normal in Spielen verwendet. Aber ich habe die einen Wurf gemacht, dass die auf Holzteilen aufgeklebt werden und dann waren das plötzlich Waffen. Und die Landesgewerbeanstalt hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Funktioniert nicht, ja. Spiel rein tut, ihr müsst das alles neu machen. Ja, ja. Da haben wir 720.000 Figuren insgesamt gemacht. Da waren noch 12 Bäume dabei, die auch zu spitzig waren. Die waren zwar oben auch. Das musste alles umgearbeitet werden. Das war ein Horror. Es war ein wirklicher Horror. Ich will es niemandem gönnen, sowas zu erleben. Ja. Und wir haben es dann geschafft am Ende. Das war wirklich ein riesiges Glück, dass wir aus dem Dilemma rausgekommen sind. Aber mich hat es dann irgendwie ziemlich erwischt. Ich war dann ziemlich krank einige Zeit. Also,
Und wir haben dann mit Schmidt Spiele vereinbart, dass wir so nicht mehr weitermachen. Hat Schmidt gesagt, braucht ihr Geld? Und dann haben wir gesagt, nein, wir brauchen eigentlich kein Geld, aber Ruhe. Ja. Erstmal. Also ich muss erst wieder mal gesund werden. Und dann ja. haben wir vereinbart, dass Schmidt die Marke übernimmt, damit ich in Ruhe gesund werden kann. Mhm. Hat dann auch geklappt, hat ein paar Jahre gedauert, aber es hat hingehaut und die Jahre haben wir dann mit den Büchern ausgefüllt, aber ein einziges ist recht schön gelaufen und alle anderen weniger gut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen wieder Spiele und mhm. haben die unsere Kinderbuchmarke Drei Hasen in der Abendsonne genommen mhm. für neue Spiele. Und dann hatten wir keinen Hersteller, dann kam Noris und hat gesagt, weil ich ja früher für Noris schon gearbeitet habe, haben wir bei Noris angerufen, weil kein Mensch wollte Schachteln machen. Da war eine Firma, die in Ingolstadt, die Fabrik ist Konkurs gegangen, die sehr große Mengen machen konnte. Mhm. Und dann war kein Mensch in Deutschland wollte Schachteln machen und wir haben Schachteln gebraucht. Inhalte hat man ja. Und dann ja, hat, komisch eigentlich, aber ja. Bei Noris anrufen, könnt ihr Schachteln machen für uns. Ihr wisst ja, wer wir sind. Die waren zwar inzwischen bei Simba Dicky. Mhm. Ja, und dann hat es geheißen, ja gut, wir machen Schachteln, aber ihr müsst für uns neue Kinderspiele entwickeln. Wir wollen eine tolle Serie mit Kinderspielen machen. Wir haben Heros gekauft, die machen tolle Holzfiguren. Mhm. Heros ist vorher, war ja vorher selbstständiger, hat aber Lorenz gekauft. Mhm. Das war ein Holzhersteller, der ganz groß war, aber eben von Heros übernommen wurde. Heros ist von Simba Dicky übernommen worden und so weiter, also, wie es halt so läuft. Ein richtiges turbulentes Geschehen bei euch. Dann haben wir für Noris eben tolle Kinderspiele gemacht, haben es wieder geschafft, unter die Nominierten zu kommen mhm. mit Schatzrabatz. Mhm. Das war, ich weiß gar nicht, 2000. Wann war das? 2016? Hm. Das war so eine Kinderserie mit schönen mhm. Holzfiguren. Aber wieder verloren. Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig, wenn Konkurrenz auch da ist. Das muss man mal dann sehen. Ne? Konkurrenz ist genug da. Ja, ja. Wie ist das eigentlich in Zeiten von Corona? Wie habt ihr das eigentlich erlebt? Habt ihr da gemerkt, hey, da kommen uns Ideen? Ihr spielt ja wahrscheinlich dann auch in der Familie die Sachen durch. Hat sich das irgendwie ausgewirkt? Auf euch im Großen und Ganzen? Es war zuerst so, dass man gedacht hat, in 4 Wochen ist alles vorbei. Wir haben uns nicht viele Gedanken gemacht, wie viele wahrscheinlich. Jetzt in Bayern ein Ausgehverbot gegeben, wo keine Autos mehr auf die Straße gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern auch war. Ja, war sehr ruhig, ja. Ich habe gedacht, dass das nicht, wie soll man sagen, eigentlich rechtswidrig war das aus dem Boot, aber es ist, war eben so. Mhm. Aber wir haben die letzte Messe eben in Nürnberg noch erlebt, wie die ersten Leute mit sich an unserem Stand waren, 2 Apparate, wo man sich die Hände desinfizieren konnte. Da war kein Anklang ohne Ende. Aber wir haben eigentlich eine gute Messe gehabt letztes Jahr in Nürnberg oder ja, 2020 war es. 19 war es auf jeden Fall, 20 dann wahrscheinlich, ja. Essen ist ja ausgefallen letztes Jahr, ja, war digital. Genau. Richtig. Dann ist die Nürnberger Messe heuer ausgefallen. Mhm. Und bitte? Meine Frau gibt mir gerade einen Tipp. Tipps sind immer super. 2020 waren wir das letzte Mal auf einer Messe und was eigentlich dramatisch war, dass man den persönlichen Kontakt nicht mehr hatte. Wir haben sehr viele Ausländer als Partner. Mhm. Wir arbeiten mit kleineren, mittleren und auch größeren Verlagen auf der ganzen Welt zusammen. Ja. Unsere Stärke ist eben die Produktentwicklung und weniger der Vertrieb. Also wir machen nicht jetzt Vertrieb für ausländische Verlage in Deutschland, sondern wir entwickeln Produkte, die für ausländische Verlage interessant sind, gerade im Kartenspielbereich.
und lassen das dann alles als Gemeinschaftsproduktion in Deutschland produzieren, bei Aas oder bei Ludofag. Okay. Und da kam, also ein Koreaner hat gesagt, wenn ich 3000 Spiele bei euch in Deutschland machen lasse, das kostet mir, es kostet mich auch nicht mehr, als wenn ich 3000 in China machen lasse. Und bei euch brauche ich mich nicht mehr um die Grafik kümmern und um die ganze Drucktechnik, weil wir kennen alles selber machen. Aus, weil wir eben aus dem Fach kommen. Ja. Also das war jetzt so ein grober Abriss, aber Corona hat uns deshalb nicht so stark betroffen, weil wir seit 30 Jahren sowieso Homeoffice machen. Wir arbeiten in der alten Mühle. Und seitdem es eben Internet gibt und seitdem man immer dreimal am Tag nach Nürnberg fahren muss, um irgendwie Karton und Farben zu kaufen und Pinsel. Ja. Und wie soll man sagen, die Litho-Anstalt, hat es geheißen früher, Litho-Anstalt, um Druckbirne machen zu lassen. Das ist halt alles seit 1990, seitdem wir den ersten Apple-Computer gekriegt haben, hat sich alles komplett verändert. Ja. Ja, Technologie, dann macht es möglich. Ne? Ja, aber gerade in unserem Bereich ist es fantastisch eigentlich, von zu Hause aus zu arbeiten. Das stimmt, ja. Aber Messe ist ein gutes Stichwort. Ich habe, glaube ich, mitgekriegt, dass ihr nicht auf der Messe in Essen seid dieses Jahr. Ja, wir haben frühzeitig überlegt, was passiert, wenn das, man wusste ja nicht, wie es mit Corona weitergeht. Es war ja jede Woche eine andere Nachricht. Ja. Grammatik, irgendwas war immer, und da haben wir gesagt, was ist, wenn wir uns jetzt darauf vorbereiten. Das Erste war, dass wir wussten, wir kriegen überhaupt keine Neuheiten hin, weil die Hersteller so lange Lieferzeiten plötzlich hatten durch die Lieferkettenprobleme. Ja. Es gibt kein Graupappis, ja, es gibt gar nichts. Früher war es so, dass das verhältnismäßig zügig ging, wenn man was fertig hatte. Doch, wir haben was gekriegt. Einzelheit gekriegt. Oh, okay. Da sehen wir schon mal eine Neuheit, das ist doch schön. Die Neuheit, das war die Altheit. Die Altheit und das ist die Neuheit. Die Neuheit. Ah, schön, ja. Da wäre ich eh noch drauf gekommen, aber jetzt haben wir schon mal eins. Ja, sehr gut. Okay. Also wir haben dann gesagt, wir nehmen das viele Geld, was wir ausgeben im Essen. Das ist für uns wirklich viel gewesen. Und wenn man nicht weiß, kommen die Ausländer, die sich die Sachen dann anschauen können. Mhm. Ja. Wir haben keine Vielspieler als Interessenten. Also Vielspieler spielen vielleicht mal Hula Hoo als Aufwärmer oder Otabo als Aufwärmer. Aber wir haben keine Vielspielerspiele. Das ist nicht unser Thema, unser Metier. Ich denke, gerade die Messe ist ja so, dass aus allen möglichen Ländern die Leute dort kommen und dann halt auch die Sachen sehen, die jeder da anbietet. Und dann ist das halt auch interessant. Ne? Es war bei uns immer voll, komplett voll. Wir waren, also uns hat ja Heiner Wöning aus Bielefeld immer geholfen. Den wir mal nicht gehabt hätten, dann wären wir sowieso verloren gewesen im letzten Jahr. Ja. Wir hatten etliche junge Helfer, die ja jeder braucht. Und das hat gut funktioniert, aber... Mhm. Wir haben ein ganz spezielles Publikum gehabt, von dem wir im Sommer geglaubt haben, dass die Leute unter Umständen nicht kommen. Mit den Kindern, niemand weiß, kann man rein, was ist es mit. Und wir haben dann einfach das Geld genommen und haben gesagt, wir entwickeln neue Produkte. In Nürnberg sind wir wieder. Das ist ein Heimspiel für uns, das ist eine halbe Stunde Fahrt von unserer Mühle aus nach Nürnberg. Ja, das ist ja dankbar dann, ja. Wir brauchen kein Hotel, wir können alles in aller Ruhe bis dahin vorbereiten und kriegen auch Neuheiten gedruckt. Ein schönes Würfelspiel, ganz originell, bereiten wir momentan vor. Genau, also das heißt Inseltoppen ist jetzt eure Neuheit dann? Inseltoppen ist eine Neuheit, die ist jetzt die Woche rausgekommen. Das ist praktisch das gleiche Prinzip wie Ländertoppen, also basierend eigentlich auf Top-Trams auf dem alten Autokartett. Aber mit kennt dem. Man? Bitte? Kennt man, kennt ja. Das sollte man kennen. Bei den Karten so, dass wir verschiedene, sieht man das? Ja, man sieht schon etwas, ja. Kategorien haben.
Und zwar Fläche, höchste Erhebung, Temperatur, Niederschlag, Einwohner, Bevölkerungsdichte. Ja. Und ich habe dann einen Streifen mit diesen Kategorien. Und wenn ich denke, ich habe jetzt eine tolle Karte für eine große Bevölkerungszahl, dann lege ich oben hin. Wenn ich, also man kann oben eine Karte hinlegen für die hohen Zahlen und unter dem Streifen für die niedrigen Zahlen. Und ich muss entscheiden, welche Karte nehme ich für was. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Man lernt dabei sehr viel. Es ist zwar, soll kein Lernspiel sein, aber man lernt wirklich sehr viel. Und man muss sich eben entscheiden, und wenn man gar nichts hat, dann haben wir so Blindkarten, dann liegt auch alles voll. Also wenn man nichts Passendes hat, dann legt man die Blindkarte hin und keiner weiß, dass ich da nichts habe. Das wird erst bei der Auswertung dann publik. Und das hat als dieses Ländertoppen unheimlich gut angekommen. Ja. Also mir hat eine Mutter hat mich mal angerufen und gesagt, mein Sohn wollte mit Erdkunde nichts zu tun haben. Und dann habe ich das Spiel gekauft. Und jetzt kann er alle 128 Flaggen auswendig. Ich weiß genau, welches Land zu welcher Flagge gehört. Das ist doch super. Spielerisch lernen, das war schon immer gut, ja. Ja, aber wir schreiben niemals drauf Lernspiel. Ja, ja, natürlich. Sonst ist es kritisch. Habe ich eine andere Geschichte gehört mit Hallo. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieser Bauspiel, das ist eigentlich als Lernspiel von Lehrern aus Köln entwickelt wurde, Herrn Polacek und Frau Krüger, und da war noch der Jens-Peter Schliemann dabei. Der Da kennt der Rüdiger sich mit ihm aus, ja. Und wir haben ein wunderbares Spiel mit Holzfiguren entwickelt, das eigentlich als Lernspiel gedacht war für Kinder, die nach der ersten Klasse den Zehnerraum immer noch nicht beherrschen. Okay. Es hat sich aber als ein tolles Familienspiel rauskristallisiert. Und ist auch ein großer Erfolg eigentlich bei uns seit Jahren jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt schon 8 Jahre im Programm. Es ist teuer, aber es ist seinen Preis wirklich wert. Ja. Da habe ich einen Anruf gekriegt von einer Nachhilfelehrerin, die gesagt hat, Herr Rüdiger, ich muss Sie anrufen. Ich habe 3 Buben da gehabt aus der 3. Klasse, die waren ziemlich selbstbewusst. Und die haben den Zehnerraum noch nicht beherrscht. Und dann sollte ich denen den Zehnerraum beibringen. Dann sind die gekommen. Dann habe ich ein Spiel von dem Verlag aus dem südwestdeutschen Raum und eins von Haber raus. Und dann haben die gesagt, wir wollen keine Lernspiele, wir wollen richtige Spiele. Dann hat sie Tallo raus. Und dann nach 3 Tagen war die Sache erledigt. Wir haben 3 Nachmittage gespielt und die konnten den Zehnerraum perfekt. Das ist doch super. Weil wenn man in der 3. Klasse den Zehnerraum noch nicht beherrscht, dann kann man es auch mit 80 Jahren noch. Das ist dann noch schwierig, mehr. Ja, okay. Und dann hast du noch ein Würfelspiel gehabt, ne? Bitte? Und dann hast du noch ein Würfelspiel. Oder habt ihr noch, oder was du gerade gemeint hast, noch als weitere Neuheit? Oder das ist noch nicht ganz fertig, meinst du? Das Hallo ist die Neuheit in Nürnberg ist ein Würfelspiel. Aha. Da verrate ich jetzt noch nichts. Das ist so einfach. Wenn ich das mit 3 Sätzen erzähle, dann kann es jeder nachmachen. Jeder nachmachen, das wollen wir nicht, nein. Okay, aber wir sind gespannt. Das ist dann auch noch etwas, was ihr in petto habt, sozusagen. Ach so, was wir noch haben, was neu. Wir haben ja mit Puzzle-Memo damals sind wir auf die Empfehlungsliste gekommen zum Spiel des Jahres. Okay. Wann war das? 2020. 20? Mhm. Und 19 waren wir, glaube ich, mit Monsterbande auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres war das damals. Und dieses Puzzle-Memo-Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist wunderbar. Man hat praktisch einen Spielplan. Also das ist jetzt die neue Ausgabe mit Meeresspuren. Das war die Ausgabe mit Dschungel und Urwald. Wir haben da einen wunderbaren Illustrator aus Münster verpflichten können. Das ist der Florian Biege, der uns damals Monsterbande angeboten hat in Essen. Sehr, sehr guter Illustrator, der immer ein Spiel illustrieren wollte. Aber kein Verlag hat ihm einen Auftrag gegeben.
Und dann hat er gesagt, dann erfinde ich eben selber eins und illustriere das und dann biete ich das in Essen an. Ist nach Essen, hat es allen möglichen Leuten gezeigt. Und nach einem halben Jahr habe ich das Prototyp entdeckt in einer Kiste, die wir nicht aufgemacht hatten von der Messe. Und dann schaue ich mir das an, denke mir, mit Gottes Willen, das ist so gut, das hat sicher schon jemand anders gebracht. Das ist ja immer die Angst, dass man was macht. Ja. Was angeboten kriegt und dann heißt, nee, das hat jetzt Kosmos oder das hat er aber. Ja, einer war schneller. Einer hat sofort zugeschlagen. Ja, ja. Ist ja auch richtig, dass die Erfinder nicht nur einem was anbieten und dann zwei Jahre warten, bis sie es wieder zurückkriegen, sondern klar, dass sie neue Eisen im Feuer haben. Auf jeden Fall habe ich sofort den Florian Biege angerufen und gesagt, ist das schon rausgekommen, das Spiel? Sagt er, nein, es sind ein paar Leute, die noch überlegen. Da habe ich gesagt, wir schicken heute einen Vertrag weg, geben Sie es uns. Und dann haben wir es gekriegt und haben es gemacht. Und dann war es auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Tolles Spiel. Ja, schön. Und der hat dann Lust gekriegt, Spiele zu illustrieren, hat dann dieses Puzzle-Memo im nächsten Jahr gemacht. Und kam jetzt in Polen raus von einem anderen Illustrator. Oh, okay, tatsächlich anderes Cover, ja. Unterschiedlich interpretieren, so ein Thema, das gleiche Spiel. Also hier sieht man es. Dunkler. Und zwar ist es ein Prinzip eben von dem Günter Burkhardt ausgedacht, Puzzleteile zusammenzusetzen aus Quadraten. Einteilige, zweiteilige, dreiteilige oder vierteilige Tiere, die nachher auf einen dunklen Hintergrund gelegt werden müssen. Es wird Tag und im Urlaub kommt die Sonne raus und alles wird plötzlich farbig. Eine schöne Geschichte. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine russische Ausgabe. Oh, auch noch. Interessant. International, wie schon gesagt. Ja, auf den Messen. Schön. Kommen die Leute zu uns und sagen, können wir das haben für unser Land, ob das Korea ist oder Japan. Oder wir haben sogar 3000 fiese Sieben nach Island verkauft, obwohl die nur 300 und noch was 1000 Einwohner haben. Dann ja, also aber jeder Hundertste hat ein Spiel, das muss man erst mal schaffen. Das ist auf jeden Fall ein super Ding, ja. Das kann man schon. Er wollte erst nur 1000. Ja. Und dann hat er gemerkt, dass 3.000 auch nicht, also wirklich günstig. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich gleich 3.000. Ja, sehr schön. Ja, super. Das heißt, das sind die Neuheiten, die man bei euch dann aktuell es beziehungsweise... Es wird ein Kartenspiel kommen. Und da kann ich jetzt momentan aber auch noch nichts Genaues dazu sagen. Okay. Auch wieder Wahrnehmungsreaktionsspiel, wie wir... Ja, wie es die drei Magier zum Beispiel viele haben, da muss man immer aufpassen, dass es nicht zu ähnlich wird, damit man nicht klar auf den Deckel kriegt. Also es ist so, hat so eine Ähnlichkeit mit den fiesen Sieben oder mit Kakerlakensalat. Ja. Aber da gibt es inzwischen so viele Varianten, dass ich alles, also auch von verschiedenen Verlagen, dass sich das langsam nivelliert. Ich habe gestern zum Jacques Zeimet habe ich gesagt, wenn es irgendwie einem Spiel von dir zu ähnlich wird, das ich noch gar nicht kenne, dann ist es keine böse Absicht. Sag Bescheid. Ja, und das wahrscheinlich dann auch eher in Nürnberg, ne? Also, das kommt in Nürnberg auch. Ja, okay. Und mehr, ja, wir arbeiten momentan auch noch an einer ganzen Serie mit Puzzles. Es gibt eine Firma, die Puzzles on Demand demnächst anbietet. Okay. Das ist eine Tochterfirma von Ludo Fatt, Friedmann heißen die. Und die haben die Idee gehabt, eben eine ganze verschiedene Verlage wie Piatnik oder Haie und so weiter anzusprechen, ob sie ein Programm mit Motiven auflegen, die Leute die sich dann im Internet raussuchen können und sagen, genau das Motiv will ich und am zwei Tage später ist es im Briefkasten. Okay. Digital ausgedruckt, stanzt, kommt in den Beutel rein, kommt in die Schachtel rein, kommt auf die Post und also eigentlich, es gibt es ja schon länger, indem man eben
es nicht passend drucken lässt, ist aber quasi wie eine Geschenkidee am besten, ne? So ja, und typisch. das sind die Leute eben zu uns gekommen, weil wir sehr viele Materialien haben, aus denen, also Illustrationen und Fotos, die sich eignen. Also unser jüngster Sohn, der Paul, ist ein fanatischer Fotograf, der also alles fotografiert, was nicht nied- und nagelfest ist Ja. und viel rumgereist ist auf der Welt als Jugendlicher in Indien und Brasilien war und überall. Und jetzt schauen wir mal, was das wird. Also für uns ist es ein Riesenvorteil, wenn man keinen Vertrieb machen muss, wenn den Vertrieb jemand anders macht. Mal schauen. Also wir stecken unsere Arbeitszeit rein, die kostet nichts. Aber der Spaß soll nicht auf der Strecke bleiben bei dem Ganzen, was man tut, und wenn der Erfolg dann auch für sich Aber spricht. schaut irgendwie so aus, Ah, solche okay. Dinge, die man, oder da haben wir eine kleine neue Katze auf dem, im Ah, Mühlenhof. schön. Ja, Katzen sind auch immer Aber wie wir das passend süß, dann geklickt haben, und das war so ein Test passend, ich ja. bin fast verrückt worden, weil ich in meinem Leben noch nie ein passend gemacht habe. Weder mit 500 noch mit 1000 Teilen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was tun wir den Leuten an? Du sitzt 3 Stunden da und hast noch nicht Nee, einmal den Rand. das wollen die. Das ist Ja, am viele, Ende ja. bin ich fast süchtig geworden und habe alle paar Minuten irgendwie Lust gehabt, weiterzumachen, weil es neben meinem Computer auf Ja, dem Tisch liegt. wenn man Plätzchen hat, an dem man es liegen lassen kann, dann kommt man immer wieder dahin zurück. Ja. Ja. Ja, super, wunderschön. Dann haben wir ja noch einiges von euch in der Pipeline, wie es so schön heißt. Und da freuen wir uns natürlich. Und das ja auch wünschen wir weiterhin Erfolg. Und vielen Dank, dass ihr hier dabei wart bei unserem Interview hier. Ja, vielen Dank, dass ihr uns ja, entdeckt habt. Ja, na klar. Ich Ja, habe und. vielleicht ein bisschen viel erzählt, weil ich eben unerfahren Ach, bin in solchen Dingen. das sind ja Geschichten, die man so halt einfach nicht hört. Ne? Das ist doch schön. Aus dem Ja, vielleicht tiefsten. war ich ein bisschen intim in manchen Dingen und mal schauen, ob irgendjemand, ob ich anrufe, dass ich was Falsches gesagt habe, aber. Ah, das Auch hoffen wir mal nicht. nicht. Aber ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank und euch noch viel Erfolg. Und auch jetzt, was jetzt bei der Messe, werden wir halt alle von der Ferne mal zuhorchen, was da so abgegangen ist in Essen. Und genau. Ich hoffe, dass es für die, die dort sind, gut läuft. Wir haben jemanden, der unsere Sachen anbietet. Das ist der Volker Hesselmann aus Krefeld. Der hat, wenn man zur Messe reingeht, ein Stand, da baut er die Spiele immer 5, 6 Meter hoch auf. Okay. In der Halle 3. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das Direkt am Eingang rechts. bestimmt habe ich das gesehen, ja. Das ist schon so lange her. Mit Leiter, so hoch kommt keiner drauf, Ja. Das heißt, ihr habt dann jemand, der euch dort sozusagen vertritt. unsere Dinge. Und wir Wunderbar. sehen uns in Nürnberg dann wieder, denke ich, wenn alles gut geht. Das sollte man dann Und auch wünsche schaffen. euch auch alles, alles Gute und ihr macht es toll, glaube ich. Sehr gut. Also, dass alles gut geht. Ja, wundervoll. Dann würde ich sagen, ich wünsche allen noch viel Spaß beim Spielen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.